Ich bin Simone de Beauvoir herausgesicht. Simone de Beauvoir ist 1908 auf Welt gekommen, Frankreich, und 1986 gestorben. Sie war eine ganz bedeutende Schriftstellerin und Philosophin, die auch das feministische Movement immens geprägt hat. Ich habe sie herausgesicht, weil das eine von den wenigen Frauen ist, die auch so an seiner Lycée-Karriere, zumindest in den 90er Jahren, so begegnet hat. An ihren bedeutendsten Satz stammt aus ihrem Buch aus den 40er Jahren, Le Deuxième Sexe. Und der Satz ist, on ne naît pas femme, on le devient. Und den hat mich immens geprägt, weil ich mich ganz viel mit der Thematik von der Gender-Identität beschäftige. Und das will ja eigentlich sagen, dass es nicht just um die physischen Charakteristiken geht, dass ihn als Mann oder als Frau so gelesen wird, mit dass eben noch die ganze Sozialisation, die dahinter ist, das, was jemand auf den Weg kriegt, wer das Troll von einer guten Frau, ja, die Charakteristiken eben typisch Frau, Emotionalität, Empathie und so weiter. Nee, das Ganze gilt eigentlich auch für Männer. Also, wir sind eigentlich auch schreiben, on n'est pas homme, on le devient, weil auch da sind eben Charakteristiken und das sind eben auch die sozusagen an unserer Welt, so wie wir organisiert sind, eben ja, immens auch valorisiert, gehen nicht als Kraft, nicht als Mut, dann Durchsetzungsvermögen und so weiter. Wir eigentlich müssen das auch dekonstruieren, für mal das binäre System da loszugehen.